Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Loshügel Land in der Version 1.0 an von den Modder Data Lund und Olli 5464. Jo, das Ganze ist die richtige offizielle Loshügel Land Map. Der Modder Olli 5464 hat die Freigabe vom Ohrmodder bekommen und hat das Ganze jetzt hier im 19er released. Es ist eine Vierfach-Map, wie man unschwer erkennen kann, also eher mehr für Multiplayer angedacht oder halt für Leute, die im Singleplayer extrem mit Curseplay umgehen können oder halt einfach sehr viel Zeit haben. Wir sehen hier schon mal, wir haben neue Symbole oder allgemein Symbole auf der Karte vermerkt, aber wir haben auch Multifrucht mit drauf. Einmal hier den Roggen, dann das Vermehrungsgras, Karotten, Zwiebeln, Hopfen und Tabak. Genauso wie wir Produktion auf dieser Karte haben, deswegen benötigt die Map auch das Global Company Basis-Skript. In der Version 1.1. Solltet ihr das nicht haben oder eine Version unten drunter, bekommt ihr eh eine Meldung, dass ihr euch das bitte runterladen sollt, weil ansonsten gehen die Produktionen in dem Fall halt nicht. Verkaufsstellen sind recht übersichtlich mit Baywa oder Bawa, wie man so mal ausspricht. Edeka, Heizwerk und Raffinerie sind es insgesamt 4. Und hier habt ihr dann dementsprechend auch die Symbole, die die Karte an sich vorgibt. Wenn ihr das Global Company Icon Add-on habt, sieht es halt wieder anders aus. Aber das ist jetzt halt in dem Sinne so Standard. Ja, ist mal schick, ist mal was anderes, auch wenn man bei manchen Dingern wiederum raten kann, was denn jetzt hier was ist, wohl bemerkt. Aber ja, so, das ist euer Hof. Hier startet ihr, das ist euer Farmhaus. Und das ist im Ganzen euer Hof. Ist sehr kahl gehalten, also sprich, ihr könnt sehr viel selber platzieren oder sollt es in dem Fall auch. Wir haben halt ein Silo, wie man es kennt. Wir haben zwei oder drei Unter- oder vier, wenn man es noch genauer nimmt, Unterstellhallen. Wir haben Lichter überall mit platziert, dass man nachts was sehen kann. Hier hinten noch eine Werkstatt, eine kleine, und ein Waschplatz, der vorweg schon mal mit platziert ist. Ansonsten ist das Ganze relativ kahl gehalten, beziehungsweise ihr sollt dann oder habt dann die Möglichkeit, das Ganze nach euren individuellen Wünschen einzurichten. Ansonsten, Thema Produktion, habe ich ja gerade schon angesprochen, Steuerung G kommt auf das Global Company Ding drauf und dann seht ihr das, was hier platziert ist, beziehungsweise an Produktion aktiv ist. Raffinerie, Saatgut, Dünger, Zuckerfabrik und eine Brauerei. In der Raffinerie stellt ihr logischerweise Sprit her, in dem Fall hier Diesel, Benzin oder Super Plus. Das ist alles an sich von den Komponenten her, Raps, Sojabohnen und Sonnenblumen, das gleiche in grün. Dann Saatgutproduktion, sieht mir nach diesem HOT Online Team Package aus, macht aus Weizen, Gerste, Hafer, Roggen dementsprechend Saatgut. Beim Dünger macht er aus Gärresten Hartdünger. Und bei der Zuckerfabrik wiederum Zucker bzw. Melasse, also ihr habt da zwei unterschiedliche Stoffe, die ihr da rausholen könnt aus Wasser und Zuckerrüben, ist bei der Melasse nichts anderes. Und bei der Brauerei könnt ihr Bier brauen, logischerweise immer Krombacher und immer Stiegel. Die Sorte habe ich in dem Sinne noch nie gehört. Prinzipiell braucht ihr Weizengerste, Hopfen, Wasser dafür. Egal bei welchen dieser beiden Sorten. Ne? Ansonsten, LS, der Mod Company, gibt keinerlei Fehler raus. Alles schick, alles cool in dem Fall. Ja, und wenn wir dann einmal hier sind und dann uns nochmal einen Blick hier auf die Map wagen, sehen wir auch, wir sind relativ in der Mitte, wo unser Hof ist. Nebenan gleich der Shop. Dann ein wunderschöner See und dann haben wir hier die typischen Verkaufsstellen, Tankstellen und die Produktionen werden hier mit einem Ausrufezeichen hinterlegt, was schon mal sehr, sehr schick ist, kann man nämlich auch deaktivieren, das Ganze, dass man sieht, wo hier was ist. Wir haben hier auch noch ein Sägewerk, ja, dann wie gesagt hier die Raffinerie, haben hier unten aber auch noch einen Komposter, die Brauerei, Nordzucker ist dann die Zuckerfabrik. Zigarettenfabrik gibt es auch noch, da muss ich allerdings sagen, da ist im Global Company nichts da. Also das ist zwar da und dort, wir gucken uns das so gleich an, aber ihr könnt da jetzt im ersten Augenblick meinerseits, also vom Verständnis her, nichts produzieren, weil im Global Company ist da in dem Fall auch nichts eingetragen. Hier unten ist da noch Edeka etc. etc. BGA haben wir natürlich hier oben auch. Und wenn wir jetzt einmal gucken, was uns hier gehört, sehen wir schon da, wo die Fabriken überall stehen, ist das Gelände auch schon für uns beanschlagt. Also sprich, ihr müsst da nicht nochmal zusätzlich irgendwas kaufen, sondern da, wo was ist, das gehört euch, bis auf die BGA, die ist dann in dem Sinne separat. Und BGA können wir uns auch gleich mal anschauen. Das ist nämlich auch eine Wucht, wie man so schön sagt. Wir haben insgesamt 4 Silos mit dabei und die sind riesig. Und dann hier dementsprechend das Ganze
zum Einfüllen und hier um die Gärreste dann auch wiederum rauszuholen. Ansonsten habt ihr da auch noch im Allgemeinen sehr, sehr viel Platz. Und hier haben wir dann auch noch die Dünger- bzw. Saatgutproduktion gleich mit nebenan. Was recht schick ist, jedenfalls für einen Dünger, Saatgut, okay, kann man sich auch auf dem Hof platzieren, aber hier habt ihr prinzipiell auch eine Möglichkeit, das Ganze gleich vor Ort zu machen. Gucken wir uns mal hier die Zigarettenfabrik an, das ist nämlich dieses riesige Gelände hier. Und es ist so ausgeleuchtet und es sieht so alles schick schön aus und hier ist theoretisch auch ein Abladetrigger. Aber der ist noch nicht so wirklich ready. Das sieht man erstmal daran, dass die Texturen davon sehr schrecklich aussehen. Und dass hier auch nichts ist. Also hier sind keine Füllstandsanzeigen oder. Das dient momentan wohl noch zur Deko und wird dann wohl mit den nächsten Updates irgendwann noch zur Funktionalität erlangen. Aber es ist auf jeden Fall in dem Sinne schon mal fest verbaut. Hier beim Nordzucker, wo ihr dann dementsprechend euren Zucker herstellt, ist das Ganze schon eindeutiger. Ne? Da habt ihr hier auch die Markierung auf dem Boden, wo ihr das Ganze dann einfüllt bzw. auch wieder rausholt, inklusive Füllstandsanzeigen, überall mit drin. Das ist da schon mal auf jeden Fall eindeutiger. Zum Beispiel hier, das kennen wir, wenn ihr auf der LPG schwarzen Pumpe gespielt habt, ne, ist das gleich in grün hier. Das ist da also alles schon mal mit vorhanden. Dann haben wir noch einmal, danke fürs Speichern, die Brauerei. Die sollte euch auch bekannt sein. Ne, Brauerei, oben hier nochmal Loshügelland, sein 2019. Vorder hier mit rein, kippt den ganzen Spaß ab. Wasser und die anderen Zutaten kennt man von der Südhämmern beispielsweise. Kenne ich jetzt das Gebäude her. Ist ein bisschen anders aufgebaut, glaube ich. Also hier die Türme und so, das war jetzt nicht so dran. Aber vom Prinzip her, man kennt's. So auf Deutsch übersetzt, man kennt's. So, hier unten der Komposter. Sieht so aus. Das ist aber, wie gesagt, momentan scheinbar auch erstmal nur noch Deko, weil man kann hier zwar rein, ne, also man hat hier auch die Pfeile zum Abladen, aber das war's dann auch schon wirklich. Also ich kann das Ganze hier reinkippen und rausholen, habe ich hier zwar das ist allerdings auch nur Deko. Hat momentan wohl wahrscheinlich auch noch keine Funktion, aber es ist auf jeden Fall schon mal erst mit drauf. Jedenfalls ging es bei mir nicht. Vielleicht habe ich schon einen Fehler gemacht, davon mal abgesehen. Wenn es Korrekturen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. So, dann das Sägewerk. Das ist dieses riesige Areal hier. Und da hinten sieht man, da geht Hackschnitzel in dem Sinne ab. Und so weiter und so fort. Aber auch hier fehlen uns Triggerpunkte. Also es ist zwar da in dem Fall, aber so eine wirkliche Funktion konnte ich jetzt auf die Schnelle auch nicht feststellen. Also ich habe den Baumstamm überall mal hingeschmissen. So frei nach dem Motto, aber Trigger Point technisch gesehen habe ich hier wirklich nichts. Und wenn wir uns das Ganze auch mal hier so angucken, sehe ich auf die Schnelle auch nicht irgendwo irgendwelche Triggerpunkte versteckt, um ehrlich zu sein. Also auch nicht hier. Ne, das ist alles momentan anscheinend noch Deko. Könnte sich zwar ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es erstmal so, wie es dementsprechend ist, würde ich sagen. So. Ansonsten, Shop, den haben wir ja gleich dementsprechend hier unten, sieht so aus. Mal was anderes als der Standard-Shop, den man jetzt aus dem 19er kennt, sieht doch wirklich sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Mit ein paar Geräten, die schon draußen stehen, die gehören uns in dem Fall. Liegt aber nur daran, dass ich hier auf Schwierigkeitsgrad einfach gestartet habe. Wenn ihr auf höheren Schwierigkeitsgraden startet, habt ihr dementsprechend nichts. Aber das wäre so auf einfach das Start-Equipment. Und das ist schon eine Wucht, also damit könnt ihr definitiv schon mal was anfangen. Ansonsten ist das so die Loshügelland, wie man sie halt kennt. Sie wurde zwar von den Gebäuden geupdatet, die stehen alle woanders. Also die aus dem 17er kennen, werden sich da gegebenenfalls noch ein bisschen umgewöhnen müssen. Aber prinzipiell erkennt man die Karte wieder ohne Probleme. Und es ist eine Vierfachkarte, läuft aber performance-technisch top. Also ich habe hier keinen Shader-Cache vorher geladen. Es läuft einfach top, was so einfach daran liegt. Man hat diese Details mit dabei, aber man ist nicht so, also man hat sie nicht so überladen und deswegen macht es das Ganze auch für Spieler, die jetzt nicht den besten PC haben, ganz gut spielbar, würde ich einfach mal behaupten. Könnt ihr gerne Erfahrungswerte dann in die Kommentare schreiben, aber da sollte es weniger Probleme geben, weil die Karte auch mit 260, 280 MB so in die Dreh rum auch sehr klein ist und dementsprechend auch sehr performancearm. Das muss man der Karte in dem Falle auch mal zugute halten.
Ansonsten riesige Felder, wie man sehen kann. Also wirklich riesig. Seasons ready ist er. Also ihr könnt auf der Karte auch mit Seasons spielen, wenn ihr das wollt. Es gibt ein paar Waldgebiete, wie dementsprechend hier. Auch mit einer sehr eigenen Textur. Was ich so in dem Fall auch noch nicht gesehen habe. Sieht aber auch schick hier aus. Und ja, ansonsten erfüllt es halt alle LS19 Standards. Multifrucht haben wir mit dabei. Und dementsprechend Global Company schon drin mit fest verbaut. Ja, mehr wüsste ich eigentlich gar nicht, was ich euch erzählen sollte über die Karte. Ich sage mir immer, den Rest entdeckt ihr selber. Das macht ja auch das Schöne an solchen Karten, beziehungsweise allgemein an Maps, wenn man das Ganze auch selber ein bisschen was entdecken sollte. Es gibt dann hier noch solche Dörfer, ne, mit Baustellen und alles, was dran gehört. Also von der Atmosphäre her, soweit in Ordnung. Aber um das Ganze hier kompakt zu halten, auch für euch, ja, kann man sich auf jeden Fall, wie es heutzutage gesagt wird, gönnen, die Karte. Ja. Ist wirklich schick schön und kann man noch viel Spaß wünschen, ob nun Single oder Multiplayer. Das müsst ihr dann am Ende des Tages halt entscheiden. So, lockfehlerfrei ist der ganze Spaß auch. Also ebenfalls habe ich keinerlei Lockfehler hier beim Laden der Karte feststellen können, was man auch hier sieht. Läuft alles ohne Probleme. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.